Hi, mein Name ist Arne und heute möchte ich dir das Übungsband Plus Set vorstellen aus den zwei Widerstandsbändern und der Befestigungsschlaufe. Wir starten direkt mit der ersten Übung und die sind erstmal frei. Ich zeige dir das Ganze mit dem blauen. Leg das Band einmal sauber hin, guck, dass du eine gleiche Länge hast. Geh einmal in die Wicklung, leg das Ganze hinter die Ellenbogen, dann kommen wir zur Kniebeuge und Schulterpresse. Hier ist das etwas leichtere Band, das schwarze ist natürlich etwas intensiver und natürlich hast du alle Möglichkeiten, die du auch vielleicht schon kennst mit Bizeps, Curls oder ähnlichem. Aber die nächste Übung ist jetzt ein bisschen eine Kombination aus seitlichem Oberschenkel mittig draufstellen, mit dem anderen Fuß blockieren und hier einmal wickeln. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den Bizeps Curl zu trainieren. Du verlagerst das Gewicht und trainierst gleichzeitig die Abduktoren, die seitlichen Oberschenkel. So haben wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. Nächste Übung, eine für den Rücken und für die Schultermuskulatur. Da stellst du dich nochmal beidseitig drauf, überkreuzt die Bänder, wickelst sie hier auch nochmal, gehst in die stehende Position. Du kannst die Hände nachher auch leicht öffnen und dann von hier aus, ich zeig dir das mal in diesem Winkel, leicht nach oben gehen. Umso gerader du stehst, umso mehr ist es Schulter, umso mehr nach vorne gebeugt, umso mehr kommt hier natürlich der Rücken mit rein. So, jetzt ist es Zeit, die Befestigungsschlaufe mal zu nehmen, weil du hast endlos Variationen und die zeige ich dir jetzt. Kommen wir jetzt zu den Übungen mit der Befestigungsschlaufe. Du suchst dir ein Objekt oder einen Gegenstand, der sicher ist. Die Schlaufe einmal mit dem großen Ende drumlegen, durchziehen und dann kannst du dieses Ende hier hinten nutzen, um das Band hier einmal durchzuziehen. So, dann wieder gucken, dass du zwei gleich lange Enden hast und ich zeige dir jetzt verschiedene Zugbewegungen in unterschiedlichen Ebenen. Wir starten erstmal mit der unteren Ebene. Wieder wickeln, Hände leicht öffnen und dann nach hinten schieben. Oberkörper leicht vor. Ich nenne die ganze Geschichte immer so den Skispringer. Klassische Übung für den gesamten Rücken. Zweite Ebene, da kannst du gerne etwas weiter öffnen, da bleibst du gerade, kannst die Hände hier nach hinten drehen mit den Daumen. Gute Übung für den oberen Rücken, wenn du ein bisschen mehr die Schulter mit reinnehmen willst. Die obere Ebene ist der Zug ins Y leicht hoch. Das waren jetzt drei Übungen für den Rücken. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, die Brust zu trainieren, vor allen Dingen in dieser Position. Da dann einmal eindrehen, nochmal wickeln. Am besten nimmst du so eine leichte Schrittposition und dann kannst du von hier aus mit der Befestigungsschlaufe in der Ebene nach vorne arbeiten. Wir gehen jetzt noch eine Etage höher. Ich löse das Ganze nochmal und bringe es etwas höher an. So, ich habe die Befestigungsschlaufe jetzt etwas höher angebracht. Wir haben jetzt eine andere Ebene. Ich zeige dir jetzt hier nochmal ein paar schöne Übungen. Als erstes eine für die seitliche Rumpfmuskulatur. Funktioniert auch von unten, aber wir arbeiten jetzt mal so leicht diagonal nach unten. Und dann haben wir eine optimale Rumpfrotation, die schräg von oben kommt. Je nachdem, wie du den befestigst, kannst du auf der geraden oder auch auf der schrägen Linie nach oben arbeiten. Noch eine Übung, die für die seitliche Rumpfmuskulatur funktioniert. Wenn du die Arme streckst, den Arm ein bisschen öffnest und dann arbeitest du nicht mit den Armen, sondern hier richtig durch die seitliche Rumpfmuskulatur. Die Arme bleiben im gleichen Winkel. Wir kommen jetzt noch zu zwei Übungen und zwar einmal zum Trizeps, die funktioniert auch weiter von unten. Einmal wickeln, einmal umdrehen in den stabilen Stand und dann die Trizepsstreckung nach vorne. So, letzte Übung, die ich dir zeige, ist eine, die du im Kniestand machen kannst. Du kannst das Band auch noch höher anbringen. Ich habe jetzt hier eine leichte Schräge, gehe in den Kniestand, lehne mich leicht in die Richtung des Bandes und dann haben wir hier noch eine Möglichkeit, wirklich den Latissimus, den großen Rückenmuskel zu trainieren. Umso höher du das Band anbringst, umso gerader kannst du natürlich auch arbeiten. Du siehst, mit der Befestigungsschlaufe hast du unendlich viele Möglichkeiten und viel Spaß mit dem Übungsband Plus Set.